Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es ein extrem kurzes Video von mir, so wie ihr das eigentlich von mir gar nicht gewohnt seid. Aber das hat seinen Hintergrund. Und zwar gibt es in dem Fall S eine neue Spur und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also nur noch mal eine kurze Info, wer den Fall nicht kennt. Seit über 2 Jahren gilt eben die junge Wanderin Scarlett S. als vermisst und der Fall wurde dementsprechend auch schon bei Aktenzeichen Y gezeigt. Sie ist am 10. September 2020, sie war damals eben 26 Jahre, in Todtmoos zu ihrer letzten Wanderetappe über den Schluchtensteig im Schwarzwald aufgebrochen. Und von dieser Wanderung ist sie eben nicht wieder zurückgekehrt. Allerdings hat es jetzt auf diesem letzten Stück des Wanderwegs einen Fund gegeben, der wieder Bewegung in den Fall bringen könnte. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen gegenüber der Bild bestätigt, dass auf der letzten Etappe des Schluchtensteigs, auf dem Scarlett ihre Wandertour beenden wollte, eine Sonnenbrille gefunden wurde. Und diese sei wahrscheinlich identisch mit dem Modell, das die 26-Jährige bei ihrer Wanderung getragen hat. Und laut Berichten reagierten die Ermittler sofort auf diese mögliche Spur. Der Umkreis des Fundorts sei abgesucht worden, allerdings ohne weitere Ergebnisse. Und außerdem untersuche die Kriminaltechnik die gefundene Sonnenbrille nun natürlich auf DNA-Spuren, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um die Brille von Scarlett S. handelt. Und dann nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, vor allen Dingen für Leute, die dort in der Gegend wohnen oder planen, in diese Gegend zu fahren, um dort eventuell zu wandern. Bitte unterlasst private Suchaktionen, um die polizeilichen Ermittlungen nicht zu gefährden. Dies spreche ich eben ganz deutlich aus aufgrund der Facebook-Seite Bitte findet Scarlett. Ich habe im Auftrag von der Gruppe und der Seite Bitte findet Scarlett schon mal ein Video dazu gemacht und deswegen schaue ich auch regelmäßig auf diese Seite und deswegen ganz wichtig diese Bitte an alle. Bitte keine privaten Suchaktionen. Wie ihr seht, ist dementsprechend die Polizei immer noch dran. Es ist nicht oder der Fall ist nicht in Vergessenheit geraten. Und wenn gerade jetzt wieder so etwas gefunden wird, bitte einmal abwarten, was jetzt dementsprechend für Meldungen kommen, ob diese Brille tatsächlich von Scarlett getragen wurde. Dann wäre mit Sicherheit richtig massive Suchmaßnahmen nochmal stattfinden in der Gegend. Und es wäre natürlich äußerst schlecht, wenn jetzt privat Leute in diesem Umkreis suchen und dort eventuell irgendwelche Spuren zerstören. Ich weiß, jeder möchte, dass Scarlett gefunden wird und möchte seinen Teil dazu beitragen. Aber private Suchaktionen bringen da nichts, sondern sie zerstören eher. Da macht es mehr Sinn, Aufrufe und vielleicht auch meine Videos zu dem Fall dementsprechend zu teilen, dass halt immer mehr Leute über diesen Fall erfahren und vielleicht auch dementsprechend dann noch einmal ein paar Infos dazu geben können. Vielleicht hat irgendjemand irgendetwas gesehen und hat sich bis heute noch nicht gemeldet, weil er noch nicht mal von dem Fall wusste. Also dann am besten einmal das Ursprungsvideo von mir teilen. Wie schon gesagt, das habe ich auch damals in der Absprache mit Bitte findet Scarlett erstellt. Gut, das wollte ich jetzt nur mal kurz sagen. Sobald es da weitere Informationen gibt, gibt es natürlich so schnell wie möglich ein Video von mir. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!